Naturpark von Reinhardshausen zwischen Wickertklinik und Flamingo-Gehege entsteht eine Adventure-Golf-Anlage. Einfach umzusetzen, weil nicht viele Bodenarbeiten gemacht werden können. Die Idee hatte von Anfang an sehr positiven Rückhalt auf jeder Linie, ob es jetzt hier Niederregion, Frau Küpper, auch an Sie herzlich willkommen, war oder auch bei den städtischen Gremien, die letztendlich was zu entscheiden hatten. Es wäre so nach dem ersten Aufschlag auf alle Fälle eine Riesenbereicherung für Bad Wildung, wenn wir so ein Angebot hier hätten. Das haben Sie sich zu Herzen genommen, sind in die Detailplanung gegangen. Dann gab es ein bisschen hin und her wegen der Förderung, aber letztendlich haben wir das ja auch lösen können in einer bestimmten Form. Und heute ist endlich am 5.2. Spatenstich hier in Reinhardshausen und die Bauzeit soll ja gar nicht so lange dauern. Aber ich denke mal, da werden Sie was zu sagen. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir das heute hier machen können. Und es freut mich natürlich auch, dass so viele Protagonisten, die dazugehören, ebenfalls mit anwesend sind. Und da Details hören wir jetzt von Ihnen. Ja, an der Stelle kann man nur Danke sagen in die gesamte Runde. Jeder, der heute anwesend ist, hat quasi dazu beigetragen, dass wir heute hier stehen. Und dass das auch so schnell ging, da kann man wirklich jedem einzeln nur danken. Alleine hätte man das nicht geschafft. Und das war ein relativ kurzer Weg. Und ja, jetzt sind wir da. Auf den Tag fiebert man hin und sind gespannt, was kommt. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Oh, noch mal. Alles gut. Reicht. Perfekt. Ich kenne das.